liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Und weiter geht's mit unserem Leben. Wir starten heute unser Leben als Champ. Ja, es geht ja nicht weiter, nicht los mit der Afterstory und mit einigen anderen Sachen. Aber wir haben ja vorher, bevor es wirklich losgeht, noch ein bisschen was zu tun. Kev, Jan war eben hier und hat nach dir gesucht. Ich meinte, du sollst unbedingt nach Blitzach kommen, von dort das Schiff nehmen. Doch ungeduldig, wie er nun mal ist, war er auch schon auf und davon, ich ihn nach mehr Informationen fragen konnte. Ach übrigens, kommst du gut mit der Aufgabe, die Professor Albe dir anvertraut hat, voran? Ja, fast. Professor Albe hat uns ja gesagt, wir wollen ja den Pokédex vervollständigen und das machen wir auch heute noch. Und dafür müssen wir als erstes nach Herzhofen. Uns fehlen noch zwei Pokémon, und zwar Plaudergei und Dialga. Genau. Ja, wo findet ihr Plaudergei? Ganz einfach, ihr müsst nach Herzhofen reisen. Und dann ist hier unten drunter ist ja dieses Landgut. Na, dann müsst ihr hier runter. Da lang. Und dann habt ihr hier die Route 212. Wie gesagt, ich werde nicht alle Trainer besiegen, die sind sowieso momentan zu schwach für mich. Aber ich brauche den Eintrag hier dafür. Und deswegen machen wir das jetzt auch. Und ihr müsst diese beiden Herren hier anquatschen. Tada! Erstmal die junge Dame. Mit so einem jungen Trainer wie habe ich noch nie gekämpft. Ich bin ganz nervös. Es wäre meine Freude, mich mit dir im Kampf zu messen. Ja, machen wir das doch. Ja, für die Leute, die jetzt fragen, warum ich ein paar Mal husten oder sich wundern würden, warum ich so oft husten muss. Ich bin seit gestern mit dem Coronavirus infiziert, sprich ich bin positiv getestet worden mit einem PCR-Test, der eigentlich nur ein Routinentest war, weil ich wegen einer Grippe beim Arzt war und habe dann eine Nachricht bekommen, hör mal, du bist positiv, sprich ich sitze in Quarantäne bis offiziell noch Dienstag, habe ich dann, dass ich mich freitesten kann. Ich habe auch nicht viele Symptome, außer nur ein bisschen Husten, ist alles soweit in Ordnung, ich muss mich trotzdem komplett isolieren, sprich Freundin und Katze ist momentan tabu. Ja, ist halt so. Aber mir geht's gut. Ich bin geboostert und geimpft. Volle Programm und hoffe, dass ich ab Dienstag, am Mittwoch wieder arbeiten fahren kann. Gut. Ach du meine Güte, das war ganz und gar nicht für die Kämpfe mit meinen Freunden. Das war wahrlich tadellos. Genau, und jetzt haben wir die zwei durch und reisen jetzt als nächstes nach Elysis. Und zwar hier hoch. Ja, dürfen wir jetzt hoch, weil da fehlt uns ja der letzte Eintrag noch. Und um Dialga bzw. Palkia, je nachdem welche Edition ihr spielt, zu finden, geht es jetzt darum, müsst ihr in dieses Haus hier. Und dann quatscht ihr hier die alte Dame an. Oh, hallo, gut schaust du aus. Hör mal, ich habe nach dem Vorfall neulich ein bisschen nachgeforscht. Das Rumoren des Kraterbergs hat mir einfach keine Ruhe gelassen. Nun ja, dann habe ich das hier im Schrein gefunden. Schaut sich mal ein sehr altes Buch zu handeln. Siehst du am besten selber an. Und dann bekommt ihr den Eintrag. Ja, Balk, ja, Dimension verbindet. Anscheinend gab es im alten Sinus von Pokémon, von denen das eine als Symbol der Zeit galt, das andere ging als das Symbol des Raumes. Also wie gesagt, hier findet ihr Dialga oder Palkia, je nachdem welches. So, dann gehen wir mal hoch zur Karte. Und da ist dann auch hoffentlich der Weg frei nach... Gehen wir erstmal nach Tangemme. Wir müssen ja uns den nationalen Pokédex holen, sonst kommen wir überhaupt nicht weiter. Ich habe momentan zwei Items, die noch verteilt wurden. Und zwar Eisbrief und... die Mitgliedskarte. Eine davon werden wir heute noch herausfinden. Okay, zeigst du mir deinen Pokédex? Ach du meine Güte, du hast tatsächlich jede Art Pokémon an der Sinnoh gesehen. Hast du vielleicht einmal deinen Pokédex schon gezeigt? Nö, mache ich aber jetzt. Moin. Grüß dich. Bist du hergekommen, mir zu zeigen, wie du mit dem Pokédex voran kommst? Ja. Du hast 150 Pokémon gesehen. Wunderbar. Sämtliche Pokémon der Sinnoh-Region sind in deinem Pokédex verzeichnet. Das wird mit meiner Forschung zur Entwicklung der Pokémon eine Großhilfe sein. Oh, Professor Eich.
Hallo, Professor Eiber, lange nicht gesehen. Ich muss schon sagen, werter Kollege, der Weg von Kanto nach Sinnoh ist kein Nordseesprung. Doch Sie werden mir sicher zustimmen, dass keine Reise zu weit ist, wenn man dadurch neue Pokémon treffen kann. Nur wenn es mal nicht mein alter Kollege Professor Eich ist. Ich hätte mich auch sehr gewundert, wenn Sie als weltberühmter Pokémon-Experte den weiten Weg gescheut hätten. Immerhin pflegten wir das Spielfrüchte zu scherzen. Wo immer sich ein Pokémon zeigt, ist unser Eich nicht weit. Schön zu sehen, dass sich das nie geändert hat. Professor Eich, ich möchte meinen Neuzugang im Labor vorstellen. Er hat es tatsächlich geschafft, jede Seite des Sinnoh-Pokédex für mich zu füllen. Ah, freut mich, dich kennenzulernen. Ich hasse Eich, wie du sicher mitbekommen hast. Professor Eich hat mir schon so viel von dir erzählt. Er beschlägt sich fast verlobt über dich als Trainer. Und wie ich sehe, bist du dem nicht nur gerecht, sondern du übertriffst meine Erwartungen sogar. Außerdem hast du ein hervorragendes Gefühl für das richtige Timing. Eigentlich führt mich ein anderer Grund in diese Gegend. Doch wo ich schon in der Nähe bin, weil ich Professor Eiber auch gleich die Daten für den nationalen Pokédex vorbeibringen. Und da du gerade hier bist, kann ich dein Exemplar ja auch gleich zum nationalen Pokédex aufrichten. Schließlich gibt es noch viel, viel mehr Pokémon auf der Welt zu entdecken. Dankeschön. Und den nationalen Pokédex vervollständigen ist kein leichtes Unterfangen. Doch ich zweifle nicht daran, dass du dich mächtig ins Zeug legen willst. Wirst. Seien Sie ganz unbesorgt. Geld wird die Aufgabe sicher bestens erledigen. Erfahren Sie mir doch bitte, welcher andere Grund Sie hergeführt hat, schätzer Kollege. Nun, ich habe gehört, dass der Hamanu-Nasu-Park seine Pforten geöffnet haben soll. Wenn ich mich nicht irre, liegt er am Ende von Route 221. Dieser Park verfügt über ein besonderes System, das die verschiedensten Pokémon-Arten aus den einzelnen Regionen anlockt. Ich wollte mir ein Bild davon machen, ob auch alles reibungslos von Schotten geht. Und du solltest auch unbedingt im Hamanu-Nasu-Park vorbeischauen, hm? Huch, ist es schon zu spät? Jetzt muss ich aber los, sonst habe ich jetzt nicht mehr pünktlich zu meinem Meeting. Es war meine Freude, euch getroffen zu haben. Bis bald. Da geht er dahin, wir meinen eine. Zurück zu dir. Zum Dank dafür, dass du den Sinnoh-Pokédex vervollständigt hast, habe ich ein Geschenk für dich. Das Pokédex-Radar. Yeah. Sehr cool. Und das hier ein sogenanntes Pokémon-Radar, kurz Pokédex-Radar auch genannt. Dieses Gerät zeigt dir, wo sich im hohen Gras Pokémon versteckt halten. Eigentlich hatte ich es entwickelt, um meinen Assistenten beim Sinnoh-Pokédex unter die Arme greifen zu können. Aber das hat sich dank dir ja jetzt erübrigt. Doch bin ich mir sicher, dass es dir auch bei der Vervollständigung des nationalen Pokédex eine wertvolle Hilfe sein wird. Genau so ist es. So, guck mich auf die Uhr. Wir haben noch ein paar Minuten. Und der gute Veit hüpft hervor. Da ist er noch. Ich hab das schon gespielt, daher weiß ich, was Sache ist. Hallo, wir haben uns eine Weile nicht gesehen. Als ich hörte, dass du den Top 4 besiegt hast, bin ich in die Ruhmeshalle eingezogen bist, bin ich gleich hergekommen. Mein Glückwunsch. Die anderen Arenaleiter freuen sich auch für dich. Doch für Arenaleiter wäre das auch nicht so einfach auf sitzen lassen. Gegen dich zu verlieren war für uns alle ganz schön hart. Wir haben auch unseren Stolz. Wir sind alle sicher, dass wir dich im nächsten Kampf schlagen können. Es wäre also sehr nett, wenn uns allen die Chance auf einen Rückschlag geben würdest. Wir warten in der Arena auf dich. Ich finde es natürlich in Herzen. Ach Gott, die müssen wir auch noch besiegen. Na gut, das machen wir dann auf jeden Fall auch noch. So, dann fangen wir heute an mit dem ersten kleinen Event, was wir haben. Und zwar dafür müssten wir nach Fledburg. Und das werden wir jetzt auch tun. So. Und dafür können wir, glaube ich, warte mal, ist das der Gasthof? Komm ich da rein jetzt? Ach nee, warte mal, wo ist denn das? Ich muss gerade überlegen, wo war denn der Gasthof hier? Was ist das Ding hier? Haus? Nee. Warte mal, ich muss mal gerade kurz zu dem Beutel gucken. Ich will heute tatsächlich euch das erste Event zeigen. Es gibt nämlich zwei neue Items. Also einmal die Mitgliedskarte und einmal den Brief von Eich. Und dafür muss ich jetzt nur das richtige Gebäude finden. Was ist der hier? Was ist das denn? Die Arena. Bibliothek. Hab ich jetzt irgendwas übersehen? Warte mal, wo war das denn hin? Bin ich jetzt einfach gerade ein bisschen... Ja, das ist klar.
haben ja schon alle bequatscht, aber ich muss gerade überlegen, wo war das denn? Das kann doch nicht viele Gebäude sein. Hier, ne? Ach, das ist der Attackenverlerner. Okay, das brauche ich nicht. Wo ist denn den? Wo ist denn das Ding hier? Das kann doch nicht sein. Bin ich jetzt gerade einfach so ein bisschen plim-plim? Warte mal. Jesus. Mit Glied Karte Pokémon. Ich muss es tatsächlich sogar nachgucken. Ich weiß es mich jetzt echt nicht. Okay. Also ist es kein Gasthof, ist es ein Gebäude. In dem Bett drin. Ich hab's mir. Weil es steht ein Gasthof drin, die haben es ja gerade selber gesehen. Ich muss jetzt natürlich suchen, wo es ist. Und zwar muss ich jetzt gucken, genau welches Gebäude das war. Eigentlich will ich euch, wie gesagt, heute ein kleines Rennen zeigen. Wollte ich eigentlich, wollen wir das heute noch? Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, dass wir das jetzt, dass ich jetzt warten, dass ich jetzt so genau das Haus suchen muss. Ist das das Ding? Nee, kann nicht sein. Ist das das hier? Oder ist das ein anderes Event? Der kleine Junge scheint einen schlimmen Albtraum zu haben. Er murmelt irgendwas im Schlaf vor sich hin. Dark. Ist es das Event? Beobachtet mich. So, kann ich. Okay, das. Ja, ich habe es jetzt ein paar Mal schon gelesen. Ich hatte nie gedacht, dass unser Junge mal in einem Albtraum gefangen wird. So was ist schon immer einmal hier für den Bock passiert. Also vor langer Zeit. Es gab Menschen, die nie wieder aus diesem Albtraum erwacht sind. Ich habe die Liebe zum Meer verloren, seit mein Sohn diesen furchtbaren...